Die Jutta hat mir extra noch die Fahrkarte geschickt. Ja, ich bin mit der Eisenbahn gekommen. Jetzt verstehe ich auch den neuen Werbespruch der Bahn. Genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen. Ich bin ausgestiegen in Offenbach und dann bin ich gelaufen und gelaufen und gelaufen. Habe ich gedacht, das mache ich nicht mit. Bin ich mit dem Bus gefahren. Sieh, der Busfahrer, der war sowas von schlecht gelaunt. Ich bin hinten eingestiegen, wo die Türen breiter sind. Schwarzwälder Schinken. Ich saß auf der letzten Bank. Da kam da so ein Kerl. Die Fahrkarte bitte. Habe ich gesagt, die bekommen Sie vorne beim Fahrer. Im Radio haben die zwei Flamingos gesungen. Nee, nicht Flamingos. Amigos, ja. Die haben gesungen, ich gehe mit dir durchs Feuer. Ich habe gesungen, die Busfahrt wird zu teuer. Ich habe dann zu dem Busfahrer gesagt, sagen Sie mal, was sagen Sie, der war sowas von schlecht gelaunt. Was sagen Sie denn zu einer etwas älteren Dame, wenn sie aus Versehen hinten einsteigt und nicht vorne, wo man bezahlt? Hat er gesagt, nicht, ich drücke auf die Bremse, kommt sie vor. Ich hab ihm beim Aussteigen noch drei Nüsse geschenkt. Hat er mich gefragt, was er mit den Nüssen soll, habe ich gesagt, das war mal Toffifee und die Nüsse kann ich nicht mehr beißen. Bitte, gehen Sie mal im Kreis. Ich komme mit. Wissen Sie, was das ist? Geregelter Stuhlgang. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind ja ein toller Kerl. Das ist ja, ich bin das erste Mal bei den rosa Mädchen. Ich bin ja sowas von fröhlich. Ja, ich war extra noch bei meinem Hausarzt. Check-up. Jahresinspektion. Ja, er hat zu mir gesagt, Frau Weber, diesmal machen wir mal ein Blutbild. Habe gesagt, boah, das dauert, bis die Leinwand trocken ist. Dann hat er zu mir gesagt, Frau Weber, Sie haben eine Stadtfigur. Kennen Sie Stadtfigur? Das ist oberer Ring, mittlerer Ring, unterer Ring. Ich habe gesagt, Herr Fischer, ich habe ein sehr schönes Lebensmotto. Ich sage, wenn der Mond zunimmt, dann nehme ich auch zu. Und wenn der Mond abnimmt, soll er doch. Ist ein schönes Lebensmotto. Ja, lass ihn raus. Ja. Wir Frauen haben alle das gleiche Problem. Kaum ist der Winterspeck weg, ist die Frühlingsrolle schon da. Da kannst du machen, was du willst. Ja, ich habe ja gelesen, viele Frauen, die nehmen über das Jahr das falsche Shampoo. Ja, wenn sie heute nach Hause gehen, dann schauen sie mal auf ihre Shampooflasche. Da steht meistens drauf, für mehr Fülle. Deshalb sage ich, waschen Sie sich in Zukunft mit Geschirrspülmittel. Das steht auf der Flasche gegen hartnäckiges Fett. Erkennen Sie was? Ja! Jetzt hat er zu mir gesagt, ich soll die Ernährung umstellen. Habe ich gesagt, das kann ich machen von der Küche ins Wohnzimmer. Hat er gemeint, nee, auf fickere. Ich soll umstellen auf fickere Terrarier. Kennen Sie fickere Terrarisch? Ja,
die essen nur das, was man früher den Hühnern gegeben hat. Körner und Salat. Fickeratarage. Ja, da sitzen sie morgens, sitzen sie beim Müsli, bei so Körner Seitenbacher. Lecker, 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 lecker. Da sind sie die ganze Zeit am Kauen. Dann müssen sie die dritten Zähne noch zweimal nachkleben. Ich hab jetzt gelesen, die Bundesregierung, die will jetzt bis zu 50% will die einsparen beim Zahnersatz für Senioren. Bis zu 50%. Stellen Sie sich das mal vor. Da lesen Sie in Ihrer Tageszeitung eine Kontaktanzeige, da steht dann drin, älterer Herr mit noch funktionierendem Oberkiefergebiss sucht eine Dame mit Unterkiefergebiss, um gemeinsam essen zu gehen. Ja! Denken Sie mir mal vor! Wenn man dann diesen Müsli-Brei geschluckt hat, da geht es hier runter in den Bauch und dann macht es. Und dann geht es 5 Minuten und was. Da haben Sie keine Freunde mehr am Frühstücksbuffet. Hey, da ist alles vorbei. Ich habe gesagt, auf, lasst mich von Schüssel zu Schüssel eilen. Ich muss meinem Müsli eine Abfuhr erteilen. Nee, das ist sowas für verrückt. Und es ist auch gar nicht so gesund. Nee, für Frauen, wenn sie Frau sind und sie sind Fickerer. Wenn sie Frau sind und sie sind Fickerer Tararia, dann haben sie eine Blockade. Ja. Ja, wenn Sie abends jetzt, wie so heute, nach Rosa Wölkchen, wenn Sie da mit so einem Fleischesser aufs Zimmer gehen und Sie sitzen auf der Kante des Bettes, dann beginnt die Blockade. Ja, da sagt die Blockade der Fickeretarierin, nee, ich lasse jetzt nicht zu, dass mir so ein Stückchen Fleisch so viel Freude bereitet. Ich komme aus dem Schwarzwald, das ist Schwarzwälder Kirschwasser, 40%. Mit dem können Sie Fenster putzen. Ich sage immer, solange es Kirschwasser regnet und Kirschwasser schneit, bete ich zu Gott, dass das Wetter so bleibt. Ja! Mit sowas hat man früher noch telefoniert. Da waren wir noch mutig. Da ist man dran gegangen, man hat gar nicht gewusst, wer dran ist. Ja, heutzutage, ich habe heute die ganzen jungen Leute, heutzutage sind alle mit solchen Geräten, sitzen die im Bus, im Zug, in der Straßenbahn. Die jungen Leute, die sitzen alle da und machen. Die machen nur noch. Die machen WhatsApp. Gleich kommt eine Nachricht. Früher, da haben die jungen Leute den älteren Leuten über die Straße geholfen. Hat sich vollkommen verändert. Jetzt helfen die Alten den Jungen, sonst werden die überfahren. Ja, es ist verrückt. Ja, WhatsApp. Es ist verrückt. Ich habe mir so ein Ding mal bei den Telekomikern geholt. iPhone 6. Das gibt es. iPhone 6. Da sitzen junge Menschen abends auf dem Sofa und dann schreibt er mit seinem iPhone seiner Freundin, wie geht's dir? Wie gefällt dir der Film? Und sie schreibt zurück, ich habe noch nicht reingeschaut.
Und so geht das die ganze Nacht hin und her. Die schreiben sich nur Nachrichten. Irgendwann nach 12 schreibt sie mit ihrem iPhone zurück: Du, Schatz, ich glaube, ich habe einen Eisprung. Wissen Sie, was der Kerl zurückschreibt? Wieso ist dein Display kaputt? Mein Hausarzt hat gesagt, ich soll 3 Liter Flüssigkeit zu mir nehmen. Er hat gemeint, nicht so viel Schnaps, weil da verschieben sich die Organe. Ganz schnell ist die Leber am Arsch. Aber jetzt verrate ich Ihnen was. Es gibt auch iPhone 6 Plus. Ja, es gibt iPhone 6 Plus mit einem integrierten Schwangerschaftstest. Ich sage Ihnen mal, wie das funktioniert. Die junge Frau von heutzutage, die nimmt die SIM-Karte raus, Simsalabim. Dann geht sie in ein stilles Eckchen und träufelt auf die goldene Fläche der SIM-Karte 2-3 Tröpfchen drauf und steckt die dann zurück in das Telefon iPhone 6 Plus. Und wissen Sie, was dann erscheint auf dem Display? Die Nummer des Vaters. Wenn alles in Ordnung ist, nehmen Sie die rechte Hand nebendran. Und jetzt sind wir alle zu sexy für diese Welt. Auf geht's! Rosa Wölkchen für euch, Frau Weber! Es ist mir eine Freude. Aber bitte schön. Wir sagen Danke mit einem dreifachen Gayes. 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 Und unter Frau Weber versteckt sich Hansi Vogt. Ein Applaus und Ausmaß! Frau Weber!